So, ich möchte ein Video machen über eine Frage, die ich bekommen habe. Ich habe eine E-Mail bekommen über ein Video, das ich gedreht habe, über die Frage, was Frauen wollen. Da ging es auch ein bisschen um das Unbewusste und das Verhältnis der Geschlechter. Und da schreibt mir ein junger Mann, das hat mich irgendwie sehr interessiert, folgendes E-Mail. Sehr geehrter Herr Dr. Bonelli, hoppala, jetzt bin ich selber im Bild, das ist schlecht. So, besser. Mein Name ist AA, ich soll ihn also geheim halten. Das ist in Ordnung, wir können das anonym machen. Ich studiere Psychologie an der Uni BB, das habe ich natürlich jetzt auch anonymisiert, weil sonst ist es vielleicht blöd. Das ist ein Mann, jedenfalls. Mir gefallen Ihre Videos sehr, na bitte. Und gerade über die Persönlichkeitsstörung fassen viele Punkte anschaulich zusammen. Ich bin auf Ihr Video, was wollen Frauen wirklich gestoßen? So, und jetzt kommt der Punkt. Auch ich bin bedingt durch das Studienfach Psychologie eben jeden Tag von vielen Frauen umgeben. Na, das ist ja schön. Das ist ja noch kein Problem, ne? Sondern ganz im Gegenteil, ich muss sagen, genießen Sie es. Wenn man nun Ihren Worten, also meinen Worten, Glauben schenkt und rein logisch vorgeht, beziehungsweise die Frau nicht aus evolutionspsychologischer Sicht als umkämpftes und besonderes Gut ansieht, wäre es nicht besser, sich von Liebe und Romantik für Frauen loszusagen, um nicht maßlos ausgenutzt zu werden? Also jetzt bin ich baff. Ich bin ein extremer Verfechter von Liebe und Romantik und die Vorstellung, sich von Liebe und Romantik loszusagen, also wäre für mich einfach nur der absolute Horror und dafür hätte ich einfach gar kein Verständnis. Ich habe große Selbstzweifel bekommen, wie ich das gelesen habe, weil ich meine, bekommen Sie bei meinem Videos auf diese Idee, dass Frauen an Liebe und Romantik nicht interessiert sind. Deswegen, da müssen wir ganz genau noch ein bisschen genauer in ihre, sagen wir mal, Sicht der Dinge gehen, um das im Detail zu analysieren. Schauen wir uns also noch einmal ihren Satz da an, der mich da so irritiert. Tun wir das mal weg. So, auch ich. Also, wenn man rein logisch vorgeht, lassen wir mal den Bonelli weg, weil irgendwie, also ich fühle mich hier nicht richtig interpretiert, wenn man rein logisch vorgeht und die Frau nicht, den Nebensatz lassen wir auch weg, als umkämpftes und besonderes Gut ansieht. Also ganz ehrlich, Frauen sind für mich als Mann ganz, ganz was Besonderes und es ist irrsinnig schön, in einer Partnerschaft und in meinem Fall eben auch in einer Ehe mit einer Frau zu sein, die so anders ist als ich und die mich in so vieler Hinsicht ergänzt, wo es einfach nicht um Konkurrenz geht, sondern um Ergänzung, dass ich da, also dass ich das eigentlich nicht unterschreiben kann, dass man das nicht so sehen soll, sondern gut, Evolutionspsychologie hin oder her, aber natürlich ist die Frau für den Mann was Besonderes, genauso wie der Mann für die Frau was Besonderes ist. Wir sind uns gegenseitig was Besonderes. Also das, was ich versuche in jedem Video über Mann und Frau klarzumachen, ist, wir müssen es schaffen, wieder auf gleiche Augenhöhe zu kommen und eben nicht in einen Geschlechterkampf zu gehen. Der Geschlechterkampf ist eine unsägliche Entwicklung aus den letzten Jahrzehnten, hat damit begonnen, dass man Mann und Frau zu ähnlich gemacht hat und sie deswegen in Konkurrenz gegangen sind. Nicht? Also natürlich kann man Mann und Frau gar nicht ähnlich machen, aber man kann postulieren, dass sie ähnlich sind, was ziemlich doof ist, weil es nicht stimmt. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass man sich von Liebe und Romantik lossagen kann, sondern ganz im Gegenteil. Also je mehr man, wobei Liebe und Romantik ist nicht genau dasselbe ist, nicht? Aber je mehr man
in dieses Bewusstsein sich einlässt, dass jeweils andere Prinzip Männlichkeit und Weiblichkeit dem Menschen gut tut und mir gut tut, umso mehr kann ich auch mein Bedürfnis wahrnehmen, ergänzt zu werden vom jeweils anderen. Und das ist eine sehr schöne Voraussetzung, finde ich, um wirklich respektvoll miteinander umzugehen. Aber jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, um nicht maßlos ausgenutzt, um enttäuscht zu sein, zu werden. Also wir Männer werden maßlos enttäuscht und ausgenutzt, wenn wir uns nicht von Liebe und Romantik lossagen. Ja, also ganz ehrlich, das sehe ich so nicht. Es kommt jetzt natürlich sehr auf die Frau an und auf das geht ja dann die Frage noch näher ein. Aber ich sehe, also ganz ehrlich, wenn man mit einem großen Misstrauen auf das andere Geschlecht zugeht, das gibt ja auch sehr viele Frauen, die auf den Mann zugehen mit einem großen Misstrauen. Also ganz ehrlich, da machen sie sich selber ganz viel kaputt. Sie können natürlich sagen, Männer sind Schweine oder Frauen sind ganz gemein und die wollen nur an meine Geldtasche oder ich weiß nicht was, wollen mich nur emotional ausnützen. Man kann das immer auch negativ interpretieren. Und tatsächlich gibt es auch einige Exemplare von Männern oder Frauen, die das Spiel, wie soll ich sagen, unfair spielen. Weil es ist ein Spiel und wenn man sich darauf einlässt, dann macht man sich verletzlich. Also ich glaube, das Grundprinzip ist, wenn ich mich als lediger Mann, also als ungebundener Mann, auf eine ungebundene Frau einlasse, dann ist das ein Spiel zwischen uns beiden mit unklarem Ausgang. Aber ich meine, es wäre schön, es fair zu spielen. Nicht, wenn einer von beiden lügt oder zum Beispiel also gebunden ist und es nicht sagt, ja, und du bist die Nummer 2 oder 3 oder 4, dann ist das natürlich unfair. Wenn man es vorher sagt, ist es natürlich ein Stück weit fairer, aber natürlich auch nicht ganz auf gleicher Augenhöhe. Aber wenn jetzt zwei ungebundene Menschen aufeinandertreffen und ihre Männlichkeit und ihre Weiblichkeit sozusagen wirken lassen aufeinander, dann ist das was sehr Schönes und wie gesagt auch eben was sehr Romantisches, wo sehr viele Bauchgefühle im Spiel sind und wo man dann rein biologisch schon offen sein kann für mehr. Nicht? Aus einer Verliebtheit kommt noch nicht zwangsläufig die große Liebe. Also es ist nicht dasselbe Verliebtheit wie Liebe. Und die Verliebtheit ist eben ein Gefühl der Idealisierung, das sehr wenig mit dem Kopf, mit der Vernunft zu tun hat, sondern eben mehr mit der Emotionalität. Ich sehe dich und ich bin vollkommen fassungslos und finde ich großartig und ich denke jetzt aber auch nicht weiter nach, sondern du bist einfach die Beste oder der Beste. Das ist eine Krankheit, die geht vorbei. Aber dann kann sich auf der Basis dieser Verliebtheit, aufgrund der Hinwendung zu diesem Partner, wirklich eine große Liebe entwickeln. Und hier hat der junge Mann, der Anonyme, ja ganz offensichtlich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber hören wir ihm weiter zu. Jetzt schaue ich mal, ob ich das technisch auf die Reihe bekomme. Ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder da. Gehen wir mal zum nächsten Absatz. Jede Geschäftsbeziehung würde sofort enden. Ah, das ist jetzt wieder zu groß. Jede Geschäftsbeziehung würde sofort enden, wenn sich dort Partner wie Frauen aufführen würden. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Nein, es gibt ja auch weibliche Geschäftspartner. Da habe ich schon den Eindruck, dass Sie, Herr A.A., offensichtlich negative Erfahrungen gemacht haben und diese negativen Erfahrungen generalisieren. Nicht? Also das, man kann natürlich, es gibt natürlich Sachen, die man erlebt in seinem Leben, aber man muss das dann nicht prinzipiell auf alle ausdehnen. Und ich glaube, in dem Fall ist das nicht so. Nicht? Also das heißt, jede Geschäftsbemühung würde sofort enden, wenn sich Partner wie Frauen aufführen würden. Und was meint er damit? Und die Bemühung nicht mit Liebe belohnt werden. So, und da sind wir, glaube ich, bei einem sehr interessanten Punkt.
nämlich dass er sagt oder dass sie sagen, je nachdem, die Bemühungen werden nicht mit Liebe bewohnt. Naja, das passen Sie auf, eine Frau ist ja kein Computer, das heißt, oder ein Automat, Sie stecken ein bisschen Bemühungen rein und es kommt Liebe zurück. Naja, so ist das nicht. Sondern das Spiel zwischen den Geschlechtern ist ja ungleich sexier, ungleich interessanter und spannender, nämlich dass im klassischen Fall, also Menschen sind natürlich sehr intellektuelle und damit flexible Wesen, aber im klassischen Fall bemüht sich der Mann um die Frau, aber er darf nicht wehleidig werden und er muss eben auch aushalten, dass es ein Nein gibt. Also ich habe gestern mit einer Patientin diskutiert, die getrauert hat um einen Mann, der hat sich ihr genähert, war eigentlich sehr nett und die haben miteinander getratscht, sind beide schon älter, so 45, 50, also so alt finde ich das jetzt wieder auch nicht, aber ja, schon eher älter. Und er hat sich um sie bemüht und dann ist er auf sie zu und hat sie geküsst und das hat sie irgendwie zugelassen, hat sich aber komisch angefühlt, weil er war eher so der Kumpeltyp und am nächsten Tag wollte er mit ihr ins Bett. Da hat sie aber gesagt, nein, du, irgendwie, das ist jetzt nicht so meins. Und daraufhin hat er sich schmollend zurückgezogen und hat kein Wort mehr mit ihr gesagt, was ziemlich blöd war, weil sie waren ja Kollegen. Ja. Und ich meine, das ist auch allen aufgefallen und es war ein total unreifes Verhalten. Und sie ist dann zu mir gekommen mit der Botschaft, blöde Sache, ich habe erkannt, ich mag den Typen eigentlich eh und ich wollte eigentlich eh mit ihm eine Beziehung und auch mit ihm schlafen. Und ich wollte ein Gespräch, um ihm das zu sagen, aber der Typ ist jetzt irgendwie weg und redet nicht mit mir. Und wir haben da hin und her geredet und wir haben den Fall wirklich langsam entwickelt und genau von allen Seiten untersucht. Aber am Ende habe ich ihr dann gesagt, passen Sie auf, wenn ein Mann so wehleidig ist, dass er eben nach der ersten Abweisung im Winkel schmollt und sich nicht mehr umdreht, dann taugt er nicht, dann kriegt er das einfach nicht hin. Also ein Mann muss einfach auch Abweisung einstecken können und dann muss er es eben anders versuchen, nicht also am Tag 1 zu küssen und am Tag 2 schon ins Bett zu gehen. Das kann funktionieren, aber würde ich sagen, bei den meisten Frauen funktioniert das nicht. Also kann er schon ein bisschen mehr Ideen entwickeln, nicht wenn sie nicht gleich, weiß ich nicht, mit der Polizei droht, dann kann man schon noch ein bisschen anders versuchen, sich der Frau zu nähern und vielleicht ein bisschen nachzudenken, was würde dir gefallen oder wie kann ich dich neu erreichen oder wie kommen wir noch zusammen? Also verstehen Sie, also ich finde es legitim, dass der Mann versucht, die Frau zu erobern. Ich finde das nicht schlecht. Ja, und deswegen ist dieser Satz, der hier in diesem Leserbrief oder wie nennen wir das in diesem E-Mail formuliert, wird sehr, sehr, sehr negativ und auch nicht bereit, etwas zu riskieren. Wenn wir kurz auf die Tierwelt schauen, auch in der Tierwelt sehen wir, dass der Mann riskieren muss, der muss zeigen, was er kann und die Frau sitzt ruhig, also das Weibchen in dem Fall bei den Tieren sitzt ruhig da, schaut sich das alles an und dann sagt ja oder nein, nicht? Also in der ganzen Tierwelt, faszinierenderweise, gibt es Female Choice und die Female Choice gibt es, also die Frau entscheidet. Aber Female Choice gibt es, obwohl das Männchen in der Regel das stärkere Tier ist. Aber ohne die Einwilligung des Weibchens geht nichts, rein anatomisch geht nichts. Also zum Beispiel Löwe und Löwin, der Löwe ist also ungleich stärker als die Löwin. Aber sie kann durch ihre Lordose erst die Kopulation möglich machen. Aber wenn sie einen Buckel macht, dann kann er noch so festdrücken. Da spielt sich gar nichts ab. Also Female Choice ist ein riesiges Prinzip in der Evolutionsgeschichte und in der Evolutionstheorie. Und das hat ganz viel Fundamentum in Re in der Biologie. Nicht? Und wenn wir das jetzt als Bild nehmen, ich weiß schon, dass Menschen keine Tiere sind oder nicht nur Tiere, sie sind ja vernunftbegabte Säugetiere, also natürlich haben sie auch ein biologisches Fundament, zweifellos, nicht? Aber wenn wir dieses Bild hier mal nehmen,
dann ist es, glaube ich, wichtig, dass sich der Mann bewährt der Frau gegenüber. Das heißt, jetzt zurück zu Ihrer These. Nicht? Also, wenn Bemühung nicht mit Liebe belohnt wird, naja, Bemühung wird entweder mit Liebe belohnt oder sie wird nicht mit Liebe belohnt, weil entweder kriegst du es hin oder du kriegst es nicht hin. Ja, also ich meine, entweder sie sagt ja oder nein, und das ist auch nicht immer eine rationale Entscheidung, sondern es ist sehr emotional und oftmals sehr stimmig und manchmal ist es ein bisschen unstimmig oder manchmal braucht die Frau nicht. Also er kommt auf sie zu, wie in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, kommt auf sie zu und will was und sie sagt instinktiv nein. Und irgendwann einmal sagt sie ja. Nicht? Also wir haben dann lange erarbeitet, dass dieses Nein zu dieser Zeit einfach authentisch von ihr war und sie hat auch nicht viel nachgedacht. Er hat ihr auch nicht viel Zeit zum Nachdenken gegeben. Gut, ich meine, es waren 24 Stunden zwischen Kuss und dann dem Wunsch nach mehr. Aber da war er offensichtlich schneller als sie und das ist okay. Ich meine, der Langsamere gibt den Ton an. Nicht? Also da muss sich halt der Schnellere auch an den anderen halten. Es kann ja auch mal umgekehrt sein. Es kann ja auch die Frau gleich alles wollen und er ja, spielt nicht mit. Also das ist symmetrisch und deswegen darf das eben durchaus so sein. Und jetzt gehen wir weiter. Schauen wir mal, was er weiter sagt. Auch die Spieltheorie sagt, dass nach dem Prinzip Tit et Tat, das heißt, wie du mir, so ich dir, Männer eigentlich ein solches Verhalten nicht mit weiteren Zugeständnissen belohnen sollten. Wie du mir, so ich dir. Nein, ich glaube, das ist nicht das Spiel zwischen Mann und Frau, wie du mir, so ich dir. Wenn man die ganze Soziologie und Biologie zwischen Mann und Frau sich anschaut, dann ist die Frau einfach das begehrtere Wesen, ja, allein optisch das begehrtere Wesen und damit kann man schon auch sagen, das schönere Wesen. Manche, die das jetzt hören, werden sagen, das ist wieder ein fürchterlicher Sexismus oder was, irgendwas würde ich nicht sagen. Also Frauen sind sich dieser Schönheit auch sehr bewusst. Es ist ihnen auch wichtig, schön zu sein. Nicht, wenn man einer Frau sagt, du bist schön und es ist glaubhaft formuliert, dann kommt das meistens gut an. Ich denke da mit Lächeln an einen Film, den ich mal gesehen habe. Ich glaube, er hat Pearl Harbor. Pearl Harbor heißt der wo eine liebesunerfahrene Frau mit einem Mann tanzt und er sagt, du bist so schön. Und sie schaut ihn an und sagt dann, du auch. Und er ist total irritiert, weil irgendwie hätte er wahrscheinlich lieber gehabt, wenn sie sagt, du bist so stark oder ich weiß nicht, irgendwas anderes, aber jedenfalls nicht, du bist auch so schön. Also diese schöne Schönheit und Begehren, das darf man schon einmal im Prinzip der Frau zuordnen und in den meisten Paaren ist das auch so und es bleibt eben dann beim Female Choice. Das heißt, sie ist das Opfer, nicht das Opfer, sondern das Objekt seines Begehrens und er begehrt und er bemüht sich um sie und das ist ein schönes Spiel, weil er eben dadurch die Hochachtung und den Respekt vor ihr bekunden kann. Ich bemühe mich um dich, ich nehme dich nicht einfach, ich bin zwar stärker, aber ich vergewaltige dich nicht einfach so gut in der heutigen Gesellschaft. Gott sei Dank haben wir gute Gesetze dagegen. Gott sei Dank ist es sehr wichtig, aber es war eben nie Teil des guten Tons, sondern man hat immer und in allen Kulturen der Welt versucht, eben die Frau eben zu überzeugen, für sich selbst zu gewinnen und sich um sie zu bemühen. Nicht? Und deswegen, wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Zitat, nicht, dass ein solches Verhalten nicht mit weiteren Zugeständnissen belohnt werden soll, glaube ich, dann ist das ein Missverständnis. Also wir sind eben nicht gleich. Nicht? Also wären wir gleich, würde ich sagen, ja, das stimmt. Ja, aber da wir nicht so sind, sondern dass das Spiel zwischen Mann und Frau, dieser Tanz, dieses eben Spielhafte ist eh was Schönes, nicht mit den gleichen Voraussetzungen gespielt wird, sondern dass eben jeder seine Qualitäten einbringt. Deswegen darf das auch durchaus sein und deswegen haben Frauen eben auch ja, im Liebesspiel oder in der Annäherung zwischen Mann und Frau Privilegien, die sie
biologisch schon haben, die wir bei den Tieren sehen und die sich kulturell stark gehalten haben. Und ich würde sagen, die in 95% der normalen Menschen tief verankert sind, dass das selbstverständlich ist. Also da würde ich sagen, passen Sie auf, dass Ihr Psychologiestudium Sie nicht wegbringt von einer, wie soll ich sagen, gesunden Wahrnehmung und von einer Männlichkeit. Machen wir da mal weiter. So, da kommt jetzt eine tolle These, die gefällt mir sehr. Da wir evolutionär nicht an die emanzipierte, egoistische Frau angepasst sind, welche sich aufführt wie die Axt im Walde, sondern an eine liebevolle, hilfsbedürftige, in der Schwangerschaft allein von Säbelzahntigern verspeist wird, fallen wir Männer immer auf die faulen Tricks von Frauen herein. Naja, gut, da ist schon was Wahres dran, muss ich jetzt sagen. Nicht? Also, weil die sogenannte emanzipierte, egoistische Frau, ja, ich meine, egoistisch kann natürlich jedes Geschlecht sein, aber es gibt natürlich auch egoistische Frauen, wie es auch egoistische Männer gibt. Da würde ich sagen, da finde ich was Wahres, und das Wahre besteht eben darin, dass es eben Frauen gibt, die ihre Emanzipiertheit betonen, außer dort, wo sie dann eigentlich auf ein Privileg verzichten müssten, weil Frauen haben ja in der patriarchalischen Gesellschaft sehr viele Privilegien. Denken wir allein an die Titanic, die mich zutiefst beeindruckt, weil 70% Männer und 30% der Frauen gestorben sind. Und ich würde sagen, heute wäre es umgekehrt. Es würden 70% der Frauen und 30% der Männer sterben, weil der Kampf um jedes Rettungsboot würden die Männer ungleich für sich entscheiden. Und die Frauen und gar die Kinder hätten das Nachsehen, nicht? Also, und diese Privilegien sehen wir in vielen Bereichen der Gesellschaft. Wir sehen es zum Beispiel in Österreich beim Bundesheer. Klassischerweise wird in Österreich, kommt eine Frau ein Jahr vor dem Mann zum Studium, weil der Mann eben vorher noch zwangsweise zum Bundesheer muss oder zum Zivildienst. Nicht? Hier ist ein Ungleichgewicht. Man sieht es bei der Pensionierung und so weiter. Also, und hier plötzlich höre ich niemanden zu sagen, hey, wir müssen ja ganz gleich sein. Also besonders die Damen, die sonst so auf emanzipiert schalten, die sind da ganz stumm und da hört man gar nichts. Und das ist natürlich, also ich verstehe, wenn sie das sagen, aber trotzdem würde ich sagen, die wenigen Frauen, die zu wenig Zugang zu ihrer Weiblichkeit haben und deswegen armseligerweise ihre eigene Weiblichkeit verneinen und eben dann sich aufführen wie die Axt im Walde, wie sie sagen, sich aufführen wie die Axt im Walde, diese wenigen, würde ich sagen, sind nicht das Maß aller Dinge, sondern tatsächlich, so wie sie in diesem Bild, ich meine, das ist natürlich sehr provokant formuliert, die liebevolle, hilfsbedürftige, in der Schwangerschaft allein von Säbelzahntiger verspeist werdende Frau, die eben den Mann braucht, damit er sie vor den Säbelzahntigern rettet. Also die Säbelzahntiger haben wir Gott sei Dank nicht mehr, aber in der Tat ist meine Frau ist jetzt mit dem vierten Kind schwanger, eine Frau in der Schwangerschaft, wirklich hilfsbedürftig, und es ist wichtig, dass sie einen Mann hat, der Verständnis dafür hat und der ihr hilft und der an ihrer Seite ist und der auch sich ihre Bedürfnisse annimmt, weil eben zum Beispiel in einer Schwangerschaft Bedürfnisse stärker werden oder weil man auch mehr braucht, oder es muss ja nicht eine Schwangerschaft sein, aber selbst wenn eine Frau Kinder hat, dann hat sie schon ganz andere Prioritäten und dann denkt sie nicht in erster Linie an Gleichberechtigung, sondern dann braucht sie auch einen Mann, der eben bei ihr ist. Und wenn es der Vater der Kinder nicht ist, was ja heutzutage häufig der Fall ist, dann sucht sie einen Mann nicht nach dem Kriterium, ist er besonders sexy, das wäre natürlich nicht schlecht, aber eben auch nach dem Kriterium,
hat er Verständnis für die Kinder und kann er mich hier unterstützen, weil ein Mann, der nicht bei Kindern unterstützt, der ist für eine Frau mit Kindern sinnlos und überhaupt, und da bin ich jetzt wieder bei meinem Video, das Ihnen offensichtlich so gefallen hat oder das Sie bestärkt hat in Ihrem Denken. Frauen wünschen sich zu einem relativ großen Prozentsatz eine starke Schulter, eine männliche starke Schulter, wo sie sich auch mal ausweinen können. Und jetzt, glaube ich, werden einige, die zuhören, ein bisschen ausflippen oder eine Schnappatmung bekommen. Bitte ganz cool bleiben. Natürlich nicht jede Frau. Aber so ein geheimer Wunsch ist es nachvollziehbarerweise, weil natürlich, ja, das ist auch das Spiel der Geschlechter, nicht? Dass sie ist emotional sehr stark da, aber damit ist sie auch gewissen Schwankungen unterworfen. Wir werden uns das in einem späteren Video noch näher anschauen. Er hat viele emotionale Nachteile, weil er ja eben nicht so viel spürt, aber einen Vorteil hat er, dass er emotional stabiler ist und deswegen eben diese starke Schulter auch anbieten kann, wenn also diese scheinbar stereotype Sehnsucht, die so viele Frauen haben, das, ich weiß schon, darf man nicht öffentlich sagen, ist aber trotzdem so, sage ich jetzt als Psychiater, der lang auch eine Frauenstation geleitet hat. Diese Sehnsucht, die wir wahrnehmen, ist auch gut erklärbar durch das, was wir von Weiblichkeit und Männlichkeit wissen. Nicht? Und wenn wir da jetzt wieder eben zurückkommen auf ihre, was soll ich sagen, Thesen oder Fantasien, dann ist es eben nicht so, dass das ein schrecklicher Trick von Frauen ist, sondern dass sie wirklich Sehnsucht haben nach einem Mann, der eben helfen kann und der stark ist. Und ich würde sagen, die Welt ist nicht so schlecht. Es gibt zwar eine starke veröffentlichte Meinung von der emanzipierten, egoistischen Frau, die eben tough und damit sehr unsexy durchs Leben geht. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich der Frau nähert als Mann, dann werden Sie schon merken, dass hinter vielen scheinbar emanzipierten und egoistischen Frauen, ich übernehme das jetzt den Satz, so wie Sie sagen, eine sehr liebenswerte und liebesbedürftige und auch kooperative Person sitzt, die sehr offen ist für das Projekt Liebe, wie Sie es in einem früheren Absatz formuliert haben. Gehen wir in den nächsten Absatz. Er schreibt, der Herr AA, da wir also evolutionär gesehen die falsche Software besitzen, finde ich schön formuliert, sehe ich aber nicht so, wollte ich wissen, wenn man drastisch verallgemeinert, nur als Gedankenexperiment und Frauen immer als Betrüger gesehen werden, beziehungsweise sich asozial in Beziehungen verhalten, wie ist ein Leben als Heteromann ohne Frauen, aber dennoch in Erfüllung möglich? Naja, also ich glaube, das ist einfach ein falsches Gedankenexperiment. Nicht? Also wenn Sie Frauen immer als Betrüger sehen, Sie können die ganzen Menschen als Betrüger sehen, Sie können zum Einsiedler werden und überhaupt niemanden mehr anschauen. Sie können auch alle Frauen als Betrüger sehen und sich eine Vinylpuppe kaufen und halt mit der Sex haben. Oder Sie können auf Sex ganz verzichten, das gibt es auch. Aber da muss es einen wirklich starken Grund geben, nicht? Wir haben ja, wir wissen ja, dass viele Religionen in irgendeiner Form den Zölibat verknüpfen mit religiösem Leben. Also wenn Sie in irgendein Kloster gehen, sei es in ein katholisches oder ein buddhistisches, oder sehr viel sich mit Spiritualität beschäftigen, ja, vielleicht können Sie als Heteromann ohne Frau eine Erfüllung finden, oder was heißt vielleicht, das ist schon möglich, aber wenn Sie nur deswegen ins Kloster gehen, wenn Frauen so schrecklich sind und ganz, ganz böse, dann glaube ich, dann kriegen Sie das nicht hin, weil das wäre eine Flucht. Aber ich sage Ihnen was, suchen Sie lieber eine Frau, die nicht so böse ist, weil zweifellos gibt es egoistische Frauen, die vielleicht nicht so super sind, aber ich meine, im Normalfall braucht man nur eine Traumfrau, und es gibt viele Männer, die haben ihre Traumfrau gefunden, und vielleicht finden Sie diese Frau, Traumfrau auch noch. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber wenn Sie Psychologie studieren an der Uni BB, das habe ich so geschrieben, wenn Sie Psychologie an der Uni BB studieren, dann können Sie noch nicht so alt sein, und dann würde ich sagen, dann schauen Sie sich doch ein bisschen um.
nicht. Also ich würde Ihnen jetzt auch abraten von einer Frau, die ständig nur in Konfrontation geht und Ihnen die Männlichkeit abspricht und ständig sie terrorisiert mit irgendwelchen, dass sie keine Sätze sagen dürfen, weil alles ein Stereotyp ist oder sowas. Also wenn jemand ideologisch so verblödet ist, dann glaube ich, ist eine Beziehung nicht mehr möglich. Aber das sind die allerwenigsten. Ja. Und ich bin überzeugt, wenn sie ohne Vorurteil, nämlich das, was sie hier schreiben, finde ich, ist ein Vorurteil. Und wenn sie ohne Vorurteil auf Frauen zugehen, dann werden sie mit Sicherheit irgendwann einmal eine Frau finden, mit der sie glücklich werden können, weil sie eben genau nicht so ist, wie sie das fantasieren, dass es fast alle sind, weil das ist in der evolutionären Software, jetzt zitiere ich wieder sie, des Menschen eigentlich so nicht drinnen. Ich gehe weiter in ihrer ausgesprochen interessanten Frage und ich hoffe, Sie fühlen sich nicht vorgeführt, aber wenn Sie mich so offen fragen, darf ich ja auch offen meine Meinung sagen, hoffentlich. Aber es ist ohnehin anonym, also ja, können Sie ja für sich behalten, dass das E-Mail von Ihnen ist. Kennen Sie Ansätze, die Männer helfen, dieser Verführung zu widerstehen und so diese vor Schaden bewahren oder überspitzt? Welche Alternative gibt es zur modernen Frau? Alle technischen Möglichkeiten, KL... eingeschlossen. Wahrscheinlich bin ich jetzt wahnsinnig naiv, weil jeder weiß jetzt, was technische Möglichkeiten KL... ist. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Aber welche Alternativen gibt es zur modernen Frau? Ich würde sagen, die moderne Frau ist nicht das Problem. Ich würde sagen, die unechte Frau ist das Problem. Eine Frau, die, so wie Sie das schreiben, ihre eigene innere Weiblichkeit verdrängt. Das ist ein Problem. Also da verstehe ich Ihr Anliegen und da würde ich Sie auch warnen. Ja? Also ich würde, moderne Frau ist nicht der Punkt, sondern ich würde sagen, sogar die moderne Frau hat wieder einen guten Zugang zu ihrer eigenen Weiblichkeit. Aber die Frauen, die verblödet sind von der Ideologie der 90er Jahre, die tun sich manchmal wirklich in einer Partnerschaft schwer, weil sie gar nicht mehr wissen, was Weiblichkeit ist, was Weiblichkeit bedeutet und wie man Weiblichkeit einsetzt in einer Partnerschaft. Aber die Weiblichkeit der Frau in einer Partnerschaft braucht immer auch die Männlichkeit des Mannes in derselben Partnerschaft. Ja? Und ich glaube, da könnte ich Ihnen schon raten, dass Sie auch an Ihrer Männlichkeit arbeiten, weil so wie Sie das hier formulieren, könnten Sie auch fast eine Frau sein, die über böse Männer herzieht, ja, weil ich hier eine Feindlichkeit wahrnehme, die eigentlich nicht wirklich männlich ist. Also der Mann, glaube ich, würde eben erstens einmal sehr freundlich sein der Weiblichkeit gegenüber und ich diese Emotionalität eben nicht überstrapazieren. Also deswegen zurück, Sie brauchen, also ich empfehle Ihnen nicht jede Beziehungsaufnahme als Verführung wahrzunehmen, weil Verführung ist ja schon negativ, ja, sondern als ja, ein Beziehungsangebot und nicht als Verführung. Und wenn Sie widerstehen wollen, ja, dann können Sie das machen, aber passen Sie auf, dass Sie dann halt nicht einfach ohne Liebe leben, das wäre tragisch, ja. Aber Alternativen zur modernen Frau, ich würde sagen, Ihr Horror ist, glaube ich, die Frau, die Weiblichkeit verdrängt. Und die Alternative ist eine Frau, die Weiblichkeit nicht verdrängt. Und ich würde sagen, sowas gibt es mehr und mehr, weil das Konzept der 90er und 80er Jahre, dass Weiblichkeit und Männlichkeit einfach nur ein Konstrukt ist, das hat sich wissenschaftlich schon völlig überlebt. Ich weiß schon, dass es noch Dinosaurier und Dinosaurierinnen gibt, die nach wie vor dieser Ideologie anhangen und dass es jetzt politisch gerade sehr modern ist, weil die Politiker ja bekanntlicherweise auch nicht sehr viel mit Wissenschaft zu tun haben und auch nicht mehr ganz jung sind. Und deswegen gibt es den schwachsinnigen Genderismus auch in der Politik, gerade in Deutschland, noch zuhauf. Ja, aber das wird sich alles ausleben, weil das ist einfach so unecht. Und ich meine, das kann ja keiner ernst nehmen. Und besonders im täglichen Leben nimmt man das, würde ich sagen, so leben Leute nicht, weil so lässt sich das nicht leben. Also zurücksuchen Sie, suchen Sie eine Frau und suchen Sie eine weibliche Frau. Dann glaube ich, dann kann Ihnen geholfen werden. Aber
Es gibt schon Alternativen, aber ich glaube, das ist nicht Ihr Punkt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Absatz. Welche würden Sie empfehlen, okay, in diesem radikalen Experiment, wenn ein Mann geistig den Frauen schon entkommen will und nur noch die Triebe unter Kontrolle bekommen möchte? Naja, ich verstehe schon. Also das heißt, sie haben Lust auf Sex, aber keine Lust auf Frauen. Na, das ist schon schade, würde ich sagen. Nicht? Also ich würde sagen, also ich weiß nicht, Pornografie oder Plastikpuppen ist eine traurige Alternative, weil unsere Sehnsucht zum anderen Geschlecht sind eben nicht nur die Triebe. Also es ist nicht nur eine sexuelle Anziehung zwischen Mann und Frau, sondern es ist auch eine geistige und emotionale Anziehung, weil man sich auf verschiedenen Ebenen irrsinnig gut versteht und ergänzt. Und deswegen, Herr A., noch einmal, ich hoffe, ich habe Sie gut genug und respektvoll genug behandelt, aber da Sie ja anonym sind, darf ich auch ein bisschen deutlicher werden. Aber ich glaube, Sie haben ein zu negatives Bild von Frauen. Sie haben, okay, Sie studieren Psychologie und die Frauen, die Sie kennen, studieren auch alle Psychologie. Kann sein, dass in Ihrer Universität vielleicht die Verblödung der 90er Jahre des Genderismus noch sehr dominant ist, aber Frauen sind nicht so schlimm. Frauen sind eigentlich total super. Und ich würde in erster Linie Ihnen empfehlen, Sie studieren Psychologie mit sehr, sehr vielen Frauen, suchen Sie jetzt einmal Männerfreundschaften, versuchen Sie an Ihrer Männlichkeit zu arbeiten, versuchen Sie wahrzunehmen, wo Sie Mann sind, wie Sie Mann sind, und dann werden Sie schon aufmerksam werden auf Frauen, die Ihnen gefallen, weil sie normal sind, weil sie eben nicht tough sind, unter Anführungszeichen, oder irgendwas präsentieren oder sich wichtig machen in einer Weise, dass es eben ganz unecht ist, und dann werden sie von denen angezogen sein. Nicht, das nennt man Attraktivität. Sie werden angezogen sein, sie werden das lieben, sie werden diese Frau lieben, und ich interpretiere jetzt einmal, sie sind ungefähr 20 bis 22 und sie werden sich Hals über Kopf verlieben und sie werden sich vielleicht irgendwann einmal wundern über das E-Mail, das sie mir geschrieben haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr E-Mail, und ich habe mich entschlossen, öfter E-Mails oder sonstige Schreiben auf YouTube zu beantworten, weil teilweise sehr interessante Sachen hereinkommen. Gerne auch Sachen, die mich in Frage stellen oder die nicht meiner Meinung sind, aber Sie müssen halt dann aushalten, dass ich dann auch nicht Ihrer Meinung bin. Und damit hoffe ich, dass irgendwas dabei war, das Sie inspiriert hat. Auf Wiedersehen.